Es ist für uns alle sehr schmerzhaft, dass wir, wie Uli Brandt schon gesagt hat, nicht gemeinsam da sein können, uns sozusagen austauschen können, direkt uns wiedersehen können für jene, die sich länger nicht gesehen haben. Nichtsdestotrotz haben wir beschlossen, nach langen Diskussionen, dass wir nicht noch einmal verschieben, dass wir das Symposium abhalten, aus mehreren Gründen. Der wichtigste Grund ist, dass wir fanden, dass es Zeit ist und wichtig ist, dass wir uns und möglichst viele Kolleginnen und Kollegen uns zusammenfinden, um über das Werk und das Wirken von Heinz Steiner zu diskutieren, uns darüber auszutauschen. Es ist ein bisschen eine Koinzidenz, dass Heinz Steiner ziemlich genau vor 10 Jahren verstorben ist, am 20. März 2011, und dass er in ziemlich genau etwas mehr als einem Jahr seinen 80. Geburtstag gefeiert hätte. Also es ist ein bisschen eine Situation, wo wir gesagt haben, es ist Zeit, uns damit auseinanderzusetzen. Auch wenn, wie gesagt, auch angesichts der großen Ungewissheit, was passiert in den nächsten Monaten, wir wissen ja nicht, ob eine Präsenz, Co-Präsenzveranstaltung möglich gewesen wäre. Im September, im Oktober. Niemand weiß das im Moment. Wir freuen uns sehr, ich freue mich persönlich sehr, dass wir diese Gelegenheit haben, uns hier zusammenzufinden. Ich freue mich sehr, dass Sie alle teilnehmen. Darf ich ganz kurz unterbrechen, weil es gibt hier, ja, ist wieder geregelt. Ich darf vielleicht ein paar Worte am Anfang sagen, ganz kurz, ganz kursorisch. Ich denke mir, es ist nahezu überflüssig, aber die Leitthematik, die uns angetrieben hat, und ich sage dann auch gleich was zu uns, die uns angetrieben hat, diese Veranstaltung durchzuführen, das Symposium durchzuführen ist, und wir arbeiten jetzt seit 2 Jahren an der Vorbereitung ungefähr, ist, dass wir alle, die wir da involviert sind und waren, diesen Gegensatz von Herrschaft und Befreiung, der ja das Werk von Heinz Steiner durchzieht, als etwas sehen, was unsere eigene Arbeit als Soziologinnen und Soziologen, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, prägt, nämlich auch in der Positionierung, oder wie soll ich sagen, im Anspruch gegen den Mainstream der Sozialwissenschaften, so etwas wie Social Engineering Wissen, Ordnungswissen zu produzieren, da einen Kontrapunkt zu setzen im Sinne dessen, was Steinert genannt hat, das Befreiungswissen. Und ich denke mir, dass wir alle diesem Anspruch verpflichtet sind, es in unterschiedlicher Weise realisieren oder zu realisieren versuchen. Jedenfalls die Auseinandersetzung mit seinem Werk ist ein Motor, diesen Anspruch umzusetzen. Wenn ich uns sage, dann meine ich jetzt ganz konkret einmal das Vorbereitungskomitee. Ich glaube, Lena wird also die Bilder einspeisen, wenn ich jetzt die Namen sage. Das ist Veronika Reidinger, das ist Andreas Granebitter, das ist Monika Mokre, das ist Karl Reiter und Arno Pilgram. Und wir haben so etwas wie einen erweiterten Kreis gehabt seit längerer Zeit, wo eben auch Uli Brandt und Alex Demirovic Teil davon waren und Christoph Görg, die in diesem Prozess, auch weil sie vielleicht weniger vor Ort präsent sein konnten, sehr wesentliche Inputs geliefert haben. Ich möchte euch allen danken für diese großartige Vorbereitung und die intensive Diskussion. Es war bereits ja dieser Prozess ein Prozess der Auseinandersetzung inhaltlicher Art und nicht nur organisatorischer Art. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Fragen der Organisation, welche Panels, darauf gehen wir dann etwas später noch ein, welche
Beiträge, welche Impulsreferate, wie das die Organisation insgesamt aussieht, natürlich sehr stark inhaltlich geprägt, inhaltlicher Natur war. Mein Part ist ein bisschen bei der Öffnung jetzt nicht nur zu sagen, dass dass die Uni Wien und das Institut für Soziologie sich freut, euch zu begrüßen, sondern auch Dank zu sagen all jenen, die in der einen oder anderen Form in der Vorbereitung mitgewirkt haben oder diese Tagung, dieses Symposium ermöglicht haben. Dazu zählen natürlich vor allem die Assoziation kritischer Gesellschaftsforschung, AKG, hier ganz besonders Sonja Bückel und Fabian Georgi, dann auch den Instituten, die als Kooperationspartner fungiert haben, wie das Archiv der Geschichte der Soziologie in Österreich, dem Institut für Politikwissenschaften und der Institut für Soziologie an der Uni Wien, dem Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie natürlich ganz besonders, sowie den Förderern, und dazu zählen die Arbeiterkammer Wien, der Bildungsverein Offene Gesellschaft, die Gesellschaft für, für interdisziplinärwissenschaftliche Kriminologie. Ich muss sehen, ob ich meine Mitschrift noch lesen kann. Die KZ-Gedenkstätte Mauthausen, die Stadt Wien, Wien Kultur. Ganz besonderen Dank an Irmela Steinert, auch weil sie dem Archiv für Geschichte der Soziologie in Österreich einen Teilnachlass überlassen hat, der jetzt in Kooperation mit dem Archivzentrum der Goethe-Universität Frankfurt aufgearbeitet wird. Matthias Jehn, vielen Dank dafür auch in Kooperation mit Andreas Kranepitter. Schließlich möchten wir an der Stelle auch bereits danken dem Verlag Westfälischer Dampfboot, der ja die Werke Steinerts oder viele der Arbeiten verlegt hat, vor allem der, die in den letzten 2 Jahrzehnten seines Lebens erschienen sind und wo auch der Tagungsband erscheinen wird. Und hier möchten wir besonders danken dem Verleger Günther Thiem, aber auch Marianne Neubauer, die uns durch eine oder dem, die, die, der Publik, die die Publikation ermöglicht hat, aufgrund auch einer finanziellen Zuwendung. Ich glaube, ich habe niemand vergessen. Ich hoffe zumindest, ich schaue in die Runde. Ich möchte eigentlich damit mit dieser Danksagung meinen Teil beenden. Freue mich sehr auf die 1,5 Tage Diskussion, den Austausch und möchte Uli Brandt das Wort geben. Uli, bitte. Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Freue mich, so viele Gesichter zu sehen, bekannter und unbekannterweise. Ich spreche hier einerseits für das Institut für Politikwissenschaften ein paar Worte, dann für die Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung und möchte dann noch eine Linie aufmachen zu Heinz, ein paar persönliche Kontakte zu ihm, um nochmal ein bisschen auch sichtbar zu machen, wie Heinz kooperiert und wie kooperationsfreudig er war. Wir haben beispielsweise mit Alex und anderen in Frankfurt am Main das Linksnetz gegründet. Erstmal auch von meiner Seite herzlichen Dank. Es ist eine ganz großartige Arbeit der Vorbereitungsgruppe, die als Gruppe ganz toll gearbeitet hat. Ich möchte wirklich auch Karl Reiter nochmal besonders danken, der so ein bisschen der Spiritus Rector, wer das angetrieben hat, der ja auch die Idee hatte, sich nochmal sehr systematisch mit der Arbeit von Heinz auseinanderzusetzen. Das soll die anderen und das ganze Engagement natürlich gar nicht in den Schatten stellen, aber ich glaube, ohne dich, Karl, hätte das alles so nicht funktioniert. Ich freue mich auch, Irmela und Fiona Steinert zu sehen, haben uns lange nicht gesehen, aber wie natürlich auch viele jetzt hier im Lockdown. Die Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung gibt es formell seit 2004. Heinz war Mitbegründer, wie auch einige, die ja hier sind, eben Alex Demirovic, genau, ich bin jetzt gar nicht die Liste durchgegangen, wer noch anwesend ist, Joachim Hirsch, Sonja Bucke und viele andere. Die AKG ist ein Zusammenschluss im deutschsprachigen Raum von kritischen Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern, um vor allem gemeinsame Diskussionskontexte zu organisieren, kritische Theorien zu aktualisieren, weiterzuentwickeln, aber auch über wissenschaftliche Praktiken immer wieder zu sprechen. Wie ist kritische Theoriearbeit, entsprechende Empirie an den Hochschulen, in den
deutschsprachigen Ländern verbunden. Wir haben eine Austauschliste als AKG, eine große Liste. Ich weiß gar nicht, wie viel drauf sind. Sebastian Klauk ist, aber vielleicht könnte er das nachher sagen. Und wir haben eine Mitgliederliste. Man kann auch Mitglied werden. Und da haben wir seit jetzt, ich glaube, seit Anfang März oder nee, seit Februar einen Online-Stammtisch, der wirklich sehr wertvoll ist, wo wir auch nochmal bestimmte Sachen diskutieren. Zu Heinz. Die AKG ist im Juni 2004 gegründet worden und wir hatten so 1,5 Jahre Vorbereitungstreffen. Ich erinnere mich gut, in Frankfurt am Main, Marburg, Kassel. Heinz war auch ein paar Mal dabei. Und es gab ein legendäres Wochenende in Niederkaufung, in der Kommune Niederkaufung, wo wir zu 80st waren, einige schmunzeln. Und wo Heinz einen der Beiträge, der Vorträge gemacht hat, wo steht eigentlich kritische Gesellschaftsforschung? Es war der Moment, wo bereits Leute emeritiert sind oder eben auch Heinz absehbar und die Reproduktion kritischer Wissenschaft an den bundesdeutschen oder an den deutschsprachigen Hochschulen, die war irgendwie in Frage gestellt. Und Heinz hat eine sehr, sehr skeptische, sehr skeptisches Bild gekennzeichnet, der institutionellen auch Reproduzierbarkeit. Und die Tagung, ich erinnere mich gut, ist regelrecht implodiert in einem Frustmoment, das es ja auch gab. 5 Jahre später bei einer Tagung in Frankfurt am Main, Wolfram Schaffer das mal die These von Niederkaufung genannt. Und diese These hat sich ja zum Glück nicht bewahrheitet. Es sind ja durchaus viele kritische Leute auch an die Hochschulen gekommen. Und wir haben als AKG, veranstalten wir einmal im Jahr wissenschaftliche Tagungen. Die AKG noch nicht kennen, können sich da auf dem Website informieren. Genau, und Heinz war einer sozusagen in den ersten Jahren einer der ganz wichtigen Begleiter, gerade auch mit seiner Erfahrung. Was heißt denn eine kritische wissenschaftliche Praxis in institutionellen Kontexten, natürlich vor allem an der Uni, Goethe-Uni in Frankfurt am Main, aber auch im Aufbau seines Instituts in Wien. Mein zweiter Hut heute ist das Institut für Politikwissenschaft. Das ist nicht so wichtig, die AKG ist ja Hauptveranstalterin. Ich will aber das auch noch kurz erwähnen. Heinz war ja eben, und da sind wir auch viel am Institut für Politikwissenschaft der kritischen Theorie, vor allem der Frankfurter Schule, verpflichtet ihre Aktualisierung. Das ist auch der Hauptgrund, warum wir als IPW dieses Symposium gerne unterstützen. Heinz war persönlich sehr gut bekannt mit Eva Kreisky, Birgit Sauer. Er hat nicht gelehrt, er kam ja 2007 nach Wien zurück in der Pensionierung, aber ich erinnere mich gut, dass ich im Wintersemester 2008 eine Ringvorlesung organisiert habe zur Aktualität kritischer Theorie. Und da hat Heinz 2 Vorträge gehalten aus seinem Dialektik der Aufklärung Buch, also die Theorie auch als Verarbeitung von Erfahrung, was ja eine ganz wichtige These von Heinz ist, wird sicherlich immer wieder darum gehen. Und von daher war Heinz gern gesehen. Er kam in unsere Kolloquien immer wieder, kapitalismuskritische Kolloquien, und hat auch da in dieser Zeit, in den wenigen Jahren, die er noch in Wien war, auch durchaus Beiträge geleitet. Also das ist sozusagen meine zweite Eröffnung im Namen des Instituts für Politikwissenschaft. Und jetzt möchte ich noch in einigen Minuten persönliche Erfahrungen mit Heinz weitergeben, um nochmal sein Wirken, sein ja auch sehr unprätentiöses Wirken nochmal etwas sichtbar zu machen. Ich selber war 10 Jahre oder 11 Jahre in Frankfurt am Main am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, habe aber eher bei Joachim Hirsch und anderen studiert, kannte aber Heinz vor allem auch als Autor der Zeitschrift Links, in deren Redaktion ich war. Und Heinz war sehr präsent, immer eine sehr wichtige Person in den Streiks. Manche werden sich erinnern, es sind ja auch einige da, die damals in Frankfurt waren, dass Heinz mit wenig anderen, Tiller Siegel, Joachim Hirsch und anderen, die wirklich, wenn gestreikt wurde, wenn hochschulpolitische Anliegen politisiert wurden, Heinz war einer der Ersten, der sich solidarisiert hat, der zu den Diskussionen kam, der versucht hat, zu Diskussionen, zu Einschätzungen in diesen Situationen zu kommen. Und dann haben wir Linksnetz gegründet, nachdem wir die Links 97 als Zeitschrift zugemacht haben aus dem sozialistischen Büro. Und da war Heinz dann auch wirklich federführend. Wir haben uns im Club Voltaire in Frankfurt am Main getroffen. Das war ein wichtiger Diskussionszusammenhang. Und Heinz war zusammen mit Joachim Hirsch federführend in der wahrscheinlich dem wichtigsten Konzept, das aus dem Linksnetz hervorging, nämlich der Begriff der sozialen Infrastruktur.
Wir haben uns dann nach meiner Frankfurter Zeit, ich war einige Jahre in Kassel, aus den Augen verloren und kam ziemlich zeitnah 2007 nach Wien. Und auch da möchte ich noch mal eine Sache hervorheben, die noch mal das Wirken, die Lust auf Diskussion, auf Auseinandersetzung von Heinz noch mal sehr unterstreicht. Heinz schrieb mich an, er hat ja neben Laxenburg auch in Wien im zweiten Bezirk gewohnt, mit Reinhard Kreisel, und hat den Vorschlag gemacht: Uli, sollen wir nicht einen politischen Salon organisieren? Und haben dann zu dritt eine Einladungsliste aufgestellt. Ich weiß noch, das war immer in der großen Küche von Heinz und Reinhard. Das erste Treffen war übervoll. Es gab ein unglaubliches Interesse. Arne und andere werden sich erinnern, dass wir zusammengekommen sind. Und der Anspruch von Heinz war wirklich, mit kurzen Inputs die Situation zu verstehen, die aktuelle Konstellation. Krankheitsbedingt haben wir das dann natürlich nicht weitergemacht und haben aber den Salon, die Idee des Salons, die wirklich auf Heinz zurückging, wieder aufgenommen mit Trautl Brandstaller und Emmerich Talosch, die auch viele von euch kennen werden, die auch in diesem ersten Salon dabei waren, und haben dann über viele Jahre im Wohnzimmer von Trautl Brandstaller diesen Salon weitergeführt. Und aus dem Salon, und damit schließe ich dann auch, aus dem Salon heraus, und da würde ich das wirklich, wirklich unterstreichen wollen, an dem zweiten Salon, an dem Steffi Wöhl, Jörg Flecker, Alexander Beer beteiligt waren und viele andere, wir waren, glaube ich, eine Liste von 40, 50 Leuten. Aber wir vier mit anderen zusammen haben dann vor 1,5 Jahren, 2 Jahren die Diagnose gehabt, dass wir über den Austausch, über den Salon, der dann ein bisschen eingeschlafen ist, also die Dynamik bei Trautl Brandstaller, und haben das Diskursnetzwerk gegründet. Also wir haben, die These war, es reicht nicht mehr nur, sich auszutauschen, wichtig genug, sondern wir sollten wirklich schauen, dass kritisches, wissenschaftliches Wissen an eine weitere Öffentlichkeit kommt. Haben jetzt vor 1,5 Jahren eben Diskurs, das Wissenschaftsnetz ist der offizielle Titel, gegründet, haben inzwischen auch 4 Stellen, 2 kamen gerade neu dazu, und versuchen eben da weiter in die Öffentlichkeit zu gehen. Und diese Linie zu Heinz würde ich gerne ziehen, weil er sozusagen immer unruhig war und immer auch überlegt hat, wie können wir Situationen begreifen, und jetzt diesen Schritt weiter, wie können wir eben auch unser Wissen in eine breitere Öffentlichkeit tragen. So viel zur Begrüßung. Ich freue mich auch wirklich sehr, dass das stattfindet, und ja, übergebe jetzt an die Veranstalterin wieder. Ich wünsche uns 1,5 sehr, sehr spannende Tage. Ja, vielen Dank, Uli. Wenn ich es richtig sehe, wird jetzt Lena uns den Film einspielen. Wie es dazu kam, dass ein Wiener Psychologe Assistent an der Grazer Universität wurde, ist nicht ganz einfach zu erklären. Es hing vermutlich damit zusammen, dass Steinert wusste, dass an der Wiener Universität eine soziologische Karriere nahezu unmöglich war, weil der dort dominierende Professor namens Leopold Rosenmeier sich dadurch auszeichnete, dass er junge Leute zwar ausbeutete, sie aber nicht förderte. In der Zeit, in der Steinert sein Studium beendete, gab es an der damaligen Hochschule für Welthandel in Wien einen relativ jungen Professor namens Kurt Freisitzer. Der war ursprünglich aus Graz und kehrte nach Graz auch zurück. Ich nehme an, dass diese persönliche Beziehung zu Freisitzer und seinem damaligen Assistenten Gunter Falk dazu führte, dass Steinert nach Graz übersiedelte, offenkundig mit dem Plan, sich hier möglichst schnell zu habilitieren, um seine weitere Karriere voranzubringen. Tatsächlich gelang es ihm auch, in wirklich spektakulär kurzer Zeit diese akademische Hürde zu nehmen. Dazu bedurfte er allerdings der Unterstützung von Insidern, von akademischen Insidern. Und einer derer, die sich dazu bereit erklärt haben, war Johann oder Hans Mokre, ein Grazer Professor, der in seinem letzten Jahr, bevor er emeritiert wurde, sich auch noch für Heinz Steinert und seine Habilitation einsetzte.
Steinert hat während seiner Tätigkeit in dem Heerespsychologischen Dienst des Bundesheeres eine Erhebung durchführen können und diese Daten ausgewertet und in dieser Habilschrift verarbeitet. Ein Habilitationsverfahren war damals noch anders als heute oder in späteren Jahren, und daher muss man ein bisschen auch diese Routinen erklären. Das Professorenkollegium bestand zum damaligen Zeitpunkt ja nur aus Professoren und einem Vertreter der habilitierten Dozenten. Also die Herren waren unter sich, es waren auch nur Herren. Professor Mokre und dem relativ jungen Professor Freisitzer gelang es, dieses Verfahren der Habilitation innerhalb kürzester Zeit durchzusetzen und durchzubringen, sodass Ende Juni Heinz Steinert habilitiert war. Und aus den Akten geht hervor, dass in diesem Verfahren es wenig Widerspruch und wenig Hürden gegeben hat, die unüberwindbar gewesen wären. Was sind die Gründe dafür? Also, zum einen muss wohl der junge Steiner ziemlich selbstbewusst aufgetreten sein. Seine Mentoren waren vermutlich Mokre, obwohl wenig dafür spricht, dass Mokre ein Interesse an der Arbeit Steinert hatte, und Freisitzer, der damals als relativ junger Professor einigermaßen ambitioniert war. Wie viele Absprachen es auf welchen Hinterbühnen gegeben hat, ist nicht feststellbar. In diese Zeit in Graz fällt auch seine Kooperation mit dem schon erwähnten Gunter Falk, die vor allem Ausdruck fand in einem Vorwort zu dem Sammelband, den Steinert in Graz offenbar fertiggestellt hat, nämlich Symbolische Interaktion, Arbeiten zu einer reflexiven Soziologie. Gleichzeitig mit seiner Grazer Habilitation betätigte sich Steinert auch innerhalb der Österreichischen Gesellschaft für Soziologie. Und auch dort kooperierte er mit Freisitzer. Und es gibt eine legendäre Generalversammlung eben dieser ÖGS, in der Rebellen die ÖGS sozusagen übernahmen. Und bei dieser Übernahme spielte Freisitzer die Rolle des Aushängeschilds. Er fungierte dann von 1972 bis 1977 als Präsident Freisitzer. Und in diesem Vorstand saß Heinz Steinert und zwei andere Namen, die heute für manchen noch bekannt sind, sind Adolf Holl, der damals noch als Religionssoziologe unterwegs war, und Karl Blecher, ein SPÖ-Politiker. Heinz Steinert wurde dann 1977 selbst Präsident der ÖGS und blieb das überraschenderweise nur 2 Jahre bis 1979. Was wohl auch mit seiner Berufung nach Frankfurt zu tun hat. Interessant an der Präsidentschaft von Steinert ist, dass er der erste Nicht-Ordinarius war, der es bis zum Präsidenten der ÖGS gebracht hat. In diese Zeit der Freisitzer Steinert ÖGS fällt die Gründung der österreichischen Zeitschrift für Soziologie, die 1976 begonnen hat. Und in der Zeitschrift agierte Steinert von 1980 bis 1983 als Redakteur. Nun zur Rückkehr nach Wien. Am Ende des Studienjahres 1971-72, also im Sommer 1972, übersiedelt Steinert von Graz wieder nach Wien unter Mitnahme seines Dienstpostens und wird einer der beiden Leiter des neuen Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriminalsoziologie. Es gelang Steinert und den anderen jungen Mitarbeitern, die er rekrutiert hat, darunter vor allem Herbert Leirer, der, glaube ich, politische Erfahrungen mitgebracht hat, relativ zügig ein eigenes Profil zu entwickeln. Dieses eigene Profil schlug sich dann nieder in einer beachtlichen Zahl von relativ umfangreichen Studien, die
vom Institut durchgeführt wurden. Das ist hervorzuheben, weil in der Zeit empirische Forschung in Österreich noch ziemlich unterentwickelt war. Unter den Leistungen des frühen Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie ist dann auch noch zu nennen, dass es die Gründung der Zeitschrift Kriminalsoziologische Bibliographie gegeben hat, die ja lange Zeit dann auch sowas wie ein Hausorgan war. Ja, die wichtigste Spur, die Heinz Steinhardt hinterlassen hat in der österreichischen Wissenschaftslandschaft, war das Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie. Dass es zu dieser Gründung kam, dafür mussten gewisse Dinge zusammenpassen, günstige Umstände. Einerseits bestimmte gesellschaftliche Bewegungen, Entwicklung, ein politischer Wille, irgendeine Trägerkonstruktion und eine Person. Für den politischen Willen, ja, also der kam von der Regierung Kreisky, die sozusagen einen größeren Ehrgeiz hatte, was die Wahrnehmung der Staatsaufgaben gesellschaftsgestaltend betrifft. Und im Bereich der Justiz stand dafür Justizminister Broder. Der wollte nicht nur große neue Gesetzeswerke schaffen, sondern tatsächlich die Rechts- oder die Wissensgrundlage für die Rechtspflege verbreitern. Ja, und dann brauchte es eine Person, die das Institut, das Projekt verkörpern konnte, und das war Heinz Steinhardt. Der war an der Uni Graz habilitiert. Sein Problem war, er war erst 31 Jahre alt und seine Mitstreiter sogar noch eine Spur jünger zum Teil. Und die Räume, in die wir dann gesetzt wurden, das war der Justizpalast, mitten hinein unter Hofräte des Obersten Gerichtshofs. Und um diese Provokation etwas zu dämpfen, wurde neben Heinz Steinhardt Friedrich Nowakowski, Strafrechtsprofessor aus Innsbruck und Mastermind der großen Strafrechtsreform, als zweiter Direktor bestimmt. Heinz Steinhardt hat das Boltzmann-Institut der Uni Graz, wo er sich habilitiert hatte, vorgezogen. Das hat er aus Interesse an einer bestimmten Wirksamkeit, am Gespür für Bedingungen für Wirksamkeit getan. Und auch nachdem er schon nach 5 Jahren, 1978, einen Ruf nach Frankfurt bekommen hat, wollte er dem Institut treu bleiben und ist seit damals praktisch wöchentlich zweimal zwischen Wien und Frankfurt mit dem Schlafwagen gependelt. Er war sehr guter Bahnkunde mit den Schaffnern Perdu. Lustigerweise mag ihn das dazu animiert haben, von der Deutschen Soziologischen Gesellschaft als Deutsche Schlafwagengesellschaft gesprochen zu haben. In dem Spott steckt auch ein bisschen ein Misstrauen gegen große Institutionen, eine Liebe für kleine, überschaubare Einheiten. Dieses unbequeme Leben hat aber immerhin dazu geführt, das Doppelleben dazu geführt, dass er die Dinge von innen erleben und gleichzeitig von außen betrachten konnte. Er konnte sozusagen von dem kleinen, praxisnahen, außeruniversitären Institut auf die große Einheit Universität blicken und umgekehrt. Er konnte von Österreich auf Deutschland und umgekehrt sehen. Die Liebe zu Österreich ist schon auch etwas, was ihn gehalten hat und nicht nur die Familie, die hier gelebt hat. Er hat beispielsweise 1995 mit Reinhard Sieder und Emmerich Dalosch zusammen zum 50-jährigen Bestand der Republik einen Band herausgegeben, Österreich 1945 bis 1995. Da haben 50 Autoren, Autorinnen geschrieben, und herausgekommen ist es in dem
Verlag für Gesellschaftskritik, eine Autoreninitiative von 80 Sozialwissenschaftlern verschiedener Provenienz. In diesem Verlag, den er auch sehr unterstützt hat, ist auch sein Band Adorno in Wien erschienen. Ja, also den Institutionen nahe zu rücken, wie zum Beispiel der Justiz, aber nie ganz drin aufzugehen, das war immer ein Versuch, den er verfolgt hat und der auch am Institut für Kriminalsoziologie eine Rolle gespielt hat. Dieses Institut ist zur Hälfte, teilweise sogar zu einem größeren Anteil von der Justiz finanziert worden, hat aber trotzdem nie Auftragsforschung gemacht, sondern hatte jährlich ein Forschungsprogramm, einen wissenschaftlichen Beirat vorzulegen, als Voraussetzung dafür, dass die Justiz gefördert hat. Also es hat eine Forschung, die bottom-up entwickelt worden ist, dort gegeben, die aber doch sehr stark Bedacht genommen hat auf die Herausforderungen der politischen Verwaltung und der Rechtspolitik. Im Juni 1981 beschloss die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft, das Institut für Kriminalsoziologie zu schließen und die Dienstnehmer zu kündigen. Als Vorwand wurde vorgeschoben, dass die Justiz ihren Subventionsverpflichtungen nicht voll nachgekommen wäre. Tatsächlich dürfte es andere Steine des Anstoßes gegeben haben. So hat das Institut schon seit 1975 einen Betriebsrat gehabt und darüber hinaus aber angestrebt, für institutsübergreifend einen Zentralbetriebsrat in der Boltzmann-Gesellschaft zu etablieren. Auf der anderen Seite waren wir in der Zeit auch dabei, ein Stück weit mit Broda überworfen. Es war so, dass wir quasi die Strafrechtsreform einer Kritik auch unterzogen haben. In dieser Situation gerieten wir ein bisschen zwischen die Stühle, Justizministerium und Boltzmann-Gesellschaft. Und hier war es wichtig, dass uns Herrn Steinert von Frankfurt aus unterstützte und seine internationalen Kontakte spielen ließ. Er erreichte es, dass von wirklich namhaften Leuten aus Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Norwegen, Unterstützungserklärungen, Petitionen für den Erhalt des Instituts an den Bundeskanzler, an die Wissenschaftsministerin und an den Justizminister gingen. Da waren wirklich sehr prominente Namen auch dabei. Und das hatte doch immerhin zum Ergebnis, dass die Boltzmann-Gesellschaft dazu bewegt werden konnte, das Institut noch ein weiteres Jahr zu führen und dann einem Verein für Rechts- und Kriminalsoziologie zu übergeben. Im Jahr 2000 legte Heinz Steiner die Leitung des Instituts zurück. Er blieb dem Institut aber weiterhin als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats erhalten bis zu seinem überraschenden Tod 2011. Er darf als einer der Wegbereiter der kritischen Kriminologie betrachtet werden. Und er hat diesem Unternehmen in Wien und in Frankfurt zwei halbwegs stabile institutionelle Standbeine verschafft. Wobei das Wiener Institut auch noch mehr Praxisnähe als andere Standorte für die kritische Kriminologie bot. Ja, Tomko, für unsere Erzählung über die Art und Weise, wie wir mit Heinz Steinert in Frankfurt zusammengearbeitet haben, gehen wir doch von der Vorstellung aus, dass wir zu Leuten sprechen, die an der Denkweise und dem Verständnis von Gesellschaftswissenschaften von Heinz Steinert interessiert sind. Es gibt eine frühe Episode auf die Frage der Frankfurter Studentenzeitung Diskus an Frankfurter Professores, was ist Wissenschaft, hat Heinz Steinert schon
1982 geantwortet, genau hinsehen, geduldig nachdenken, sich nicht dumm machen lassen. Inzwischen ein Aphorismus. Heinz Steinert hat weiterhin diese Alltagsformulierung gewählt, um zu zeigen, dass Wissenschaft in Denkhandlungen besteht, die jeder und jede kann. Vorausgesetzt, wir als Wissenschaftlerinnen kümmern uns darum, dass es wieder möglich wird, durch Arbeit Erfahrungen zu machen. Beide Formen des Nachdenkens haben ein transversales Element, das Interesse an Befreiung von Herrschaft. Dazu braucht es Reflexivität. Ja, mit dem Begriff der Reflexivität oder auch dem Konzept der Reflexivität sprichst du etwas an, was für Heinz zentral war, denke ich. Genauer gesagt denke ich, dass für Heinz soziologische Einsicht nur mit und durch Reflexivität möglich war. Und dass er davon ausgegangen ist, dass das die zentrale Aufgabe von Kritik war, nämlich die Reflexion des Selbstverständlichen. Und Heinz hat gerne solche Dinge auch direkt immer in Fragen übersetzt, so kenne ich das zumindest. Und eine der zentralen Fragen wäre einer solchen Reflexivität, wie kommt es, dass jemand oder auch man selbst gerade so und nicht anders über die Welt denkt und spricht? Und weil diese Selbstverständlichkeiten, mit denen wir über Welt denken und sprechen, in herrschaftsförmigen Gesellschaften immer mit Normen der Herrschaft verbunden sind, erfahren wir also in der Antwort auf diese Frage auch nicht nur etwas über die Individuen, sondern auch über die Gesellschaft. Das wäre für mich so das Programmatische von Heinz. Wenn man jetzt diese Frage hört, dann könnte man meinen, dass das alles ganz leicht und schnell beantwortet ist. Aber wenn man das dann versucht, merkt man auch, dass es ein anspruchsvolles und voraussetzungsvolles Unterfangen ist, weil nämlich vor allen Dingen Reflexivität eine Offenheit und auch eine Bereitschaft voraussetzt, genau hinzuhören und genau hinzuschauen und Behauptungen zu überprüfen und auch die eigenen Argumente immer wieder zu überprüfen und auch alternative Argumente zuzulassen. Ich denke, das ist das, was Heinz uns beibrachte, was er Studierenden vor allen Dingen auch beibrachte. Und dass er uns immer wieder alltägliches neu verstehen ließ. Also zum Beispiel, indem er uns in die U-Bahn-Station Bockenheimer Warte gehen ließ und dort die Fotos anschauen ließ. Und wir sollten darüber nachdenken, welche Vorstellung von Wissenschaft hier vermittelt wird durch diese Fotos, ja, an denen wir tagtäglich vorbeigingen. Dieses permanente Hinterfragen und diese permanente Kritik, die versucht auch kein affirmatives Verhältnis zu sich selbst herzustellen, das ist anstrengend und erfordert ganz schön viel Arbeit. Und ich denke, dass Heinz sich dessen sehr bewusst war und auch nie einen Hehl draus gemacht hat, dass Soziologie Arbeit bedeutet. Aber zu dieser Soziologie als Lebensweise gehörte auch und nicht zuletzt das nahtlose Übergehen in ein Restaurant oder auch den gemeinsamen Rotwein und dann weiterschwätzen bis tief in die Nacht. Ja, Heinz Steinert wäre nicht Heinz Steinert, hätte er nicht nach den strukturellen Bedingungen der Möglichkeit überhaupt von relativer Autonomie, von Reflexivität und von Kritik gefragt. Zu seinen Erfahrungen gehörte ja, dass die Universität gerade keine Institution und überhaupt keine gute Verwaltung ist, die dafür sorgen würde, dass Widerständigkeit von Theorie und reflexive Sozialforschung irgendwie möglich wäre. Die Arbeitsbedingungen hat sie nicht bereitgestellt. Befreiungstheoretisches Denken, ich glaube, davon ist Heinz auch sehr stark ausgegangen, wird sich nicht nur als Geschichte der großen Männer und Frauen weiterentwickeln. Es bedarf individueller und es bedarf kollektiver Anstrengungen dafür. Das heißt, es braucht eine selbstorganisierte Subkultur, ein Unterleben in allen Anstalten, um gegen herrschende Selbstverständlichkeiten ein Gegenwissen zu erzeugen, also ein Anti-Wissen. Durch die Selbstorganisation eines Unterlebens in der Anstalt Universität hat Heinz mit seinem Arbeitsschwerpunkt im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften gemeinsam mit einigen seiner Kolleginnen und Freunde, mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit der AG Linksnetz, mit der Volksuni eine solche Subkultur tatsächlich auf Dauer gestellt. Also sie dauert im Grunde noch an. Ja, unbedingt.
Ich würde noch einen Punkt ergänzen, der, glaube ich, für Heinz die Bedingung der Möglichkeit von Reflexivität war. Das war nämlich die, wie er sagte, teilnehmende Beobachtung von Gesellschaft. Also ohne diese Teilnahme und auch teilnehmende Beobachtung wäre Reflexivität, glaube ich, für ihn auch nicht gegangen. Und diese Teilnahme, die konnte entweder aus Neigung und Neugier passieren, also dass ich mich für was Bestimmtes, ein Milieu interessiere oder einen Zusammenhang, oder auch erzwungen sein. Und das sind die Positionen der Marginalität, aus der heraus dann natürlich auch Reflexion entsteht. Und da kann man als Beispiel seinen eigenen Militärdienst anführen, zu dem er gezwungen war. Und daraus hat er seine Habil verfasst, aus seinem Wissen, das er dort gewonnen hat über geschlossene Anstalten und auch über Gewalt in Gesellschaft. Und ich denke, dass er nicht einfach nur darüber geschrieben hat, sondern dass dieses Schreiben darüber auch ihm geholfen hat, in dieser Institution zu überleben. Mhm. Ja. Ja. Genau. Ja, unser gemeinsames Thema war ja sehr zentral, die Kritik der Zurichtung des Menschen als Objekt von Etikettierung, von Disziplinierung, staatlich organisierter Bestrafung, von Ausschließung. Zusammen mit Johannes Stehr konnten wir ab Mitte der 1980er Jahre neben dem Fachbereich gleichsam eine kleine AG organisieren. Und die AG würde ich jetzt nennen Aufklärung über Verbrechen und Strafe und zivile Alternativen. Ich komme bis heute eigentlich mit Johannes der Aufforderung von Heinz nach, was er ausgedrückt hat, soziale Ausschließung als das richtige Thema zur richtigen Zeit auszuarbeiten. Bei dieser AG kann man vielleicht sagen, üblicherweise implizieren solche Arbeitsverhältnisse, also neben Universitäten forschend tätig zu sein, kommen die zu einer Patronatsbeziehung. Also davon fand ich ja unsere Arbeit völlig frei, völlig befreit. Ich denke, was Heinz an uns auch geschätzt hat, war, dass wir ziemlich verständige und selbstständige Leserinnen seiner Perspektive und seiner Theorie von Befreiung waren. Man sollte und durfte das Nachdenken, das Finden der angemesseneren Begriffe gegenseitig benutzen. Heinz ging es ja nicht um eine Schule, um deren Etablierung. Wenn ich das Miteinanderarbeiten auf den Begriff bringen soll, dann auf den von vielen Arbeitsbegegnungen. Und ich denke, es waren freundliche und freundschaftliche Arbeitsbegegnungen im Rahmen einer kleinen Assoziierung. Das ist, denke ich, ein angemessener Begriff. Mhm. Und diese Erfahrung hat es uns auch ermöglicht, uns unabhängig zu machen, jedenfalls befreiungstheoretisch und nicht wieder ordnungstheoretisch zu denken. Das war eine kleine Prävention. Ja. Vielleicht ergänze ich das ein bisschen, weil ich war ja wesentlich jünger als du zu dem Zeitpunkt, als wir da zusammengearbeitet haben. Und mich hat diese ganze Art der Arbeitsbegegnung am Anfang auch überfordert, weil ich daran gewöhnt war, dass ProfessorInnen und Professoren nicht das kollegiale Gespräch suchen, sondern belehrend von oben herab, besserwissend eigentlich mit mir sprachen. Und von dieser Form der Beziehung war Heinz nicht interessiert, die verweigerte der geradezu. Also der ließ sich auch nicht als in die Position des Lehrers bringen. Es ging eben eher darum, gemeinsam Fragen zu entwickeln und dann gemeinsam diesen kritischen Blick auf Gesellschaft auch zu ermöglichen und dann eben auch über Ungerechtigkeiten, Diskriminierungen, Ausschlüssen, die aufzuspüren, wo die vielleicht nicht direkt sichtbar waren. Also diese Neugier auch an Gesellschaft. Und dazu gehörte auch besonders das Ausprobieren von Begriffen, mit denen man dann diese entdeckten Zusammenhänge auch fassen wollte. Also dieses Nachdenken und Ausprobieren von Begriffen, auch Umdefinieren von Begriffen, die es vorher schon anders gab, war, glaube ich, ziemlich zentral für das Arbeiten mit ihm. Ja, Heinz beherrschte ja wie kaum jemand Strategien des politisch eingreifenden Denkens, auch das sozusagen in Politik eingreifenden Denkens, und zwar ohne ein falsches Positives dann zu entwerfen. Und ich finde, das gelang ihm ja vor allen Dingen auch deshalb, weil er unser Interesse auf Situationen gelenkt hat und nicht auf die Person. Und es waren vor allen Dingen Situationen wie Institutionen, also
diese festgefügten Einrichtungen, sozusagen uns in Situationen bringen, die nur schwer zu bearbeiten sind. Und zuletzt unser Projekt, auch CASE, bezog sich ja darauf, dass nicht einmal sozialstaatliche Institutionen darauf eingerichtet sind, dass die Arbeitskraft sich nach eigenen Bedürfnissen zu reproduzieren vermag. Und daher haben wir uns gemeinsam mit Heinz für Situationen sozialer Ausschließung interessiert und damit für die Arbeit, die die Leute aufbringen müssen, in ihrem Alltag soziale Ausschließung zu einer abgeschlossene Episode werden zu lassen. Festgehalten hat Heinz ja immer wieder, dass Widerständigkeit und Befreiung nur möglich sind, wenn es auch sozusagen Befreiungen in der Arbeit gibt, dass man Erfahrungen machen kann, wie man sich von bestimmten Zwängen auch befreien kann. Ja, aber wie bekommt man eigentlich heraus, was ist das implizite Wissen der Leute über eine Sozialpolitik, die anders als die herrschende an Bedürfnissen der Arbeitskraft nach einem eigenen Leben, nicht nur an dem als Lohnarbeit orientiert wäre. Und wie können wir das zur Sprache bringen, wenn Protest und soziale Erfindungen sich eben nicht in sozialen Bewegungen äußern? Heinz Steiner trägt da hier immer wieder die Beobachtung an, was machen Leute in ihren Alltagen, wenn sie Situationen der Verdinglichung, disziplinierende Zugriffe, Situationen der Etikettierung oder Stigmatisierung, Alltagsroutinenstörungen, wenn sie Situationen sozialer Ausschließung bearbeiten. Also ausgesprochen nicht ein anderer Begriff, sondern der Arbeitsbegriff. Dazu gab es in Wien und Frankfurt zwei Forschungsprojekte, die Ärgernisse und Lebenskatastrophen und das CASE-Projekt. Und seitdem hören wir nicht mehr auf, sozusagen davon zu reden, dass Wohlfahrt nicht von oben gewährt wird, sondern hart arbeitend von unten entsteht. Von unten entsteht Wohlfahrtspolitik. Ja, und da ist ja nach wie vor viel Arbeit notwendig, ne? Das hat sich ja noch nicht so richtig durchgesetzt, diese Vorstellung von Sozialpolitik als Infrastruktur. Ich denke, dass nach wie vor, dass das revolutionär war und ist, im Sinne von ein Brechen mit der herrschenden Logik, dass Leistungen sich lohnt und Personen Integration quasi aufgrund ihrer Leistungen auf dem Arbeitsmarkt erwerben. Ja, damit wird radikal gebrochen. Und deswegen will ich sagen, es ist so revolutionär, Sozialpolitik als Infrastruktur zu verstehen. Denk mal daran, das Projekt wurde von der EU finanziert und die erwarteten von uns nützliche Ergebnisse, ja, die sie ja auch bekommen haben, in unserem Verständnis. Aber ich glaube, im Rahmen von Projekten, die Heinz leitete, war ein Wissen als Gebrauchsanweisung, wie er das nannte, nicht zu haben. Das hätte es nicht gegeben. Sichtbar gemacht wurden eher ganz klar die Interessen und Erwartungen der Menschen, über die wir forschten, die diese Erfahrung mit sozialer Ausschließung gemacht haben. Und das Spannende ist ja, dass wenn man sich für diese Menschen interessiert, dass dann nicht eine Versicherungslogik und dieses Verdienst in den Vordergrund rückte, sondern eben ganz klar Vorstellungen über Partizipation und auch Reziprozität. Das heißt, die Leute sind enttäuscht über die gebrochenen Versprechungen der Bürokratie und die haben einen existenziellen Wunsch, unabhängig zu sein vom Staat und von der Familie. Ja, und das Interessante war, die Interviewten nutzten ja die Gespräche, die wir mit ihnen führten, um Autonomie einzufordern. Ja? Also auch nochmal die besondere Bedeutung von Wissenschaft, um etwas zur Sprache zu bringen, sichtbar machen, die Leute sprechen zu lassen. Ja, also, ja. So. Ja, also im Moment ist ja diese Partizipation ein bisschen ein Zauberwort, ja, mit dem man auch vereinnahmt wird. Aber sozusagen, dass das nicht geschieht, braucht man sich eigentlich nur an die Erinnerungen von Heinz zu erinnern. Und sozusagen, er soll das vorletzte Wort jetzt erstmal haben. Und zwar hat er gesagt, Teilnahme, Partizipation setzt Abbau von Herrschaft voraus und die Entwicklung von Formen der freien Assoziation. Und zwar eine Assoziation, die neuer Herrschaft mit wacher Aufmerksamkeit entgegenwirken kann und vor allem Entwicklungen der Formen von Zusammenarbeit und Zusammenleben und damit der menschlichen Sensibilitäten und Fertigkeiten. Ich finde, daran kann man wunderbar weiterarbeiten, macht natürlich viel Arbeit, stimmt, Tomke? Ja, ja, dann füge ich noch ein letztes Wort hinzu, weil Heinz wäre nicht Heinz gewesen, wenn er nicht in allem auch immer den Widerspruch aufgespürt hätte.
Und der besteht sicherlich in der Zusammenarbeit in der Uni, so wie wir das gemacht haben, praktiziert haben und bis heute tun, immer der Widerspruch der Narzissmus von Wissenschaftlerinnen. Und Heinz empfahl uns da auch wieder einen strategischen Umgang mit diesen Narzissmen. Und gerne möchte ich mit einem Zitat aus seiner Abschiedsvorlesung enden, in dem es genau um diesen Narzissmus geht. Er wünschte uns allen, die ja noch länger an dem Fachbereich arbeiten würden, er war befreit davon, ja, dass wir, und jetzt kommt das Zitat, irgendwann rückblickend auch feststellen können, dass hier unter der Hand ein gemeinsames Programm entstand, dass die Verlockungen der disziplinären Spezialisierung balanciert wurden und dass sich die Narzissmen in gemeinsamer Widerständigkeit gegen Herrschaftszugriffe aller Art unterbringen ließen. Also die Narzissmen werden untergebracht in der gemeinsamen Widerständigkeit gegen Herrschaftszugriffe. Ja, vielen herzlichen Dank, Christian Fleck, Anno Pilgram, Helga Krämer-Schäfer und Domke König für die Wanderung von Graz über Wien, Frankfurt und auch wieder zurück. Herzlichen Dank auch für die persönlichen Eindrücke, aber auch für die Reflexionen, was Heinz Steinerts Arbeitsweise, Denkweise, Form der Intervention, des intervenierenden Denkens und Arbeitens an der Schnittstelle von Wissenschaft und auch Politik, des Politischen betrifft. Wir sind sozusagen am Ende des ersten Teils unseres Symposiums. Ich möchte an der Stelle vielleicht ganz kurz hinweisen auf die Gesamtstruktur des Symposiums. Wir haben 8 Panels, das sind in 4 Zeitslots, haben wir jeweils 2 Panels vorgesehen. Der erste Slot beginnt um 10.30 Uhr, dann bis 12.30 Uhr mit einem Panel zu Steinerts Kapitalismusverständnis und einem Panel zu die Fabrikation des zuverlässigen Menschen, zur Geschichte der Gehorsamsproduktion. Dann folgt eine Mittagspause. Ab 14 Uhr geht es dann weiter mit einem Panel zu Strafrecht, Gefängnis, Polizei als Herrschaftsinstrument und einem Panel zur Werkästhetik, von der Werkästhetik zur Interaktionsästhetik. Und nach einer Pause, Kaffeepause, die wir eben leider nicht sozusagen nur virtuell begehen können, ein für heute abschließendes Panel mit den Themen soziale Ausschluss und Gegenstrategien und reflexive Soziologiekritik der empirischen Sozialforschung. Und morgen geht es dann weiter von 10 bis 12 Uhr mit dem Panel Kritik der Kriminologie und Max Webers unwiderlegbare Fehlkonstruktion. Am Schluss dann haben wir noch Gelegenheit für eine Abschlussrunde und eine Abschlussreflexion. Ich möchte an der Stelle nur darauf hinweisen, dass ich glaube, mittlerweile sind alle sozusagen perfekt, haben sie konditioniert, was die digitale Arbeitsweise betrifft. Das heißt, Mikrofon abschalten oder erst aktivieren und Video erst aktivieren, wenn man spricht. Wir werden in den Panels es so halten, dass wir immer ein Einstiegsstatement haben und dann Co-Referate oder Diskussionsbeiträge und anschließend dann eben eine gemeinsame Diskussion, zu der alle, die anwesend sind, natürlich herzlich eingeladen sind und sich auch einbringen können über die Chat-Funktion bzw. über das Mikrofon und die Videofunktion. Wir würden Sie bitten, dass wenn Sie sich für eine Wortmeldung sozusagen, dass Sie die Wortmeldung ankündigen im Chat, aber sich dann natürlich persönlich einbringen. Sollte es technische Probleme geben, Sie können sich immer an den technischen Support wenden. Lena Zufall oder Sabine Sommer, Sie sehen das ja oder auch Veronika Reidinger sind die Hosts sozusagen und Sie können die Kolleginnen direkt ansteuern und mit ihnen kommunizieren. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass wir die Veranstaltung aufzeichnen und dann auch zugänglich machen über die Website dieses Symposiums. Und abschließend noch, weil ich das vorhin
so unterstrichen habe, die Bedeutung des technischen Supports, natürlich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Lena, vor allem, die hier die organisatorische Vorbereitung und den technischen Support in der Hand hat und koordiniert. Vielen herzlichen Dank für die großartige Unterstützung und das Backup, das wir alle bei diesen digitalen Veranstaltungen brauchen. Wir sind ja über 100 Teilnehmerinnen, habe ich gesehen. Das ist wirklich wunderbar, ganz großartig. Und wir freuen uns sehr über das Interesse, über das rege Interesse und freuen uns, wenn wir uns um 10.30 Uhr wiedersehen. Andreas hat sich zu Wort gemeldet. Möchtest du ganz kurz? Nein, gar nicht. Ich habe nur virtuell geklatscht. Bei Klatschen, stimmt, genau. Also es gibt auch eine Klatschfunktion. Für alle, die nicht mit Zoom vertraut sind, man arbeitet ja mit so unterschiedlichen Tools. Es ist unten auf der Fußleiste steht Reaktionen und wenn man hier das anklickt, dann kann man alles Mögliche. Man kann auch weinen, lachen, man kann eben klatschen oder auch Zustimmung ausdrücken oder auch wie auch immer. Auch die Ablehnung, die Hand heben, das ist das Wichtigste, wenn man eben dann bei der Diskussion mitwirken möchte. 10.30 Uhr, ich glaube, wir haben jetzt eine Pause, gut, weil wir auch diese drei oder vier sehr schönen Kommentare zu Heinsteinerts Parcours, Lebenslauf nachwirken lassen können und dann um 10.30 Uhr uns mit inhaltlichen Fragen auseinandersetzen. Wie gesagt, mit dem Pendel 1, Steinerts Kapitalismusverständnis, und dem Pendel 2, die Fabrikation des zuverlässigen Menschen. Dann bis dahin, vielen Dank einmal fürs Erste und bis 10.30 Uhr.